herzlich willkommen zu einem neuen Stadionvlog. Es ist noch recht früh. Ihr seht schon, was ich hier trage, recht schall. Und ihr habt es längst im Titel und im Thumbnail gesehen. Es geht nach Mainz. Mainz gegen Bayern München. DFB-Pokal. Ich habe richtig Bock. Das wird aber eine richtig lange Reise. Ihr wisst ja, ich komme aus dem hohen Norden. Und ja, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg. Aber bevor man zu so einer Langreise eintritt, muss man sich natürlich erstmal ordentlich stärken. So, vor der Langreise, wie gesagt, da muss man sich gut stärken. Hier schön mit Ei und ein paar Proteinen, bevor dann gleich richtig Tee gesoffen wird. Natürlich nur Tee. Und ich bin auch nicht alleine. Kevin ist mit dabei. Alex kommt auch noch, der ist noch nicht da, aber der wird noch kommen. Aber wir stärken uns jetzt erstmal. Schon mal eingedeckt sind wir. Und der erste Stopp im Aufbereich, den glorreichen, wunderschönen Kieler Hauptbahnhof. Und dann geht's gleich los, erstmal nach Frankfurt. Dann umsteigen, dann nochmal umsteigen. Und dann sind wir irgendwann. Hoffentlich in Mainz. Alex ist inzwischen auch da. Und los geht's. Bei mir am Homeoffice. Geht nicht mehr. Wir machen keinen. Wir sind noch nicht mal in Hamburg. Ich habe schon zwei solche Dosen. Die sind noch gut dabei. Man löscht ja nochmal von Faden. Nein, nein, das ist schon alles so weit. Wir spielen hier schön Karten und wirklich viel. Und sind einfach noch 6 Stunden unterwegs. Und dann sind wir noch 3. Also, auch gar keinen hier. Möchtest du noch was sagen? Ich trinke noch Wasser. Alkohol ist schädlich. Jetzt deine Dosen. Alles für den Ich bin ehrlich, ich hab 2 Bier. Hä, echt? Ja, finde ich nicht gut. Warte, ich zoome kurz an dein Gesicht. Nein? Gucken, ob da was Schönes zu entdecken ist. Wow, wow. Ich hab noch Spinat for the more. Ja, Frühstück war lecker, ne? Ja, kann man nichts sagen. Spinat und Rabattcode 20%. So, nächstes Spiel immer noch nicht in Hamburg, aber der erste Fußballsportverein ist immer dabei. FC. Ja, schön, hier zwei Bayern-Idioten, ey, Mann, Mann, Mann. Ich würde zu gern schlafen. Wir sind Hamburg Hauptbahnhof, ja, nach 10 Stunden ungefähr. Wir haben es endlich geschafft. Guck mal die Kamera. 61. Also Nils hängt durch. Folgt aber Nils für Abo. Nils braucht Geld. Ja, Mann. Voila. Wahrheit. Damit er die Karten bezahlen kann. Also ohne Scheiß. Lüge. Nils gibt alles zu euch. Wahrheit. Bei jeder Auswärtstour. Wahrheit. Da müsst ihr auch mal ein bisschen was sponsern, lasst ein Abo da, liked das Video, kommentiert das Video. Wahrheit. Nils ist zwar nicht der Beste. Wahrheit. Aber er ist nicht schlecht. Lüge. Also kommentiert, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen hoch. Und ganz ehrlich, Dickenase. Was sind die Tipps? Alexander. Ja. Hey, Maske auf, heute noch. Hallo. Würfel mal eine 33. Okay, würfel mal. 61 hatte ich. Nee, würfel mal. Wenn du 33, dann zahlen die. Das ist Zeit für dich. Ja, jeder, der den besten Abo da bei 33. Gib's ja nee. Oh, eine 32, ohne Witz. Oh. 33 Abo da lassen. Gönnt dem Nils. Okay, vielen Dank. Wir sind inzwischen. Ey, ich wollte nicht aus. Ja, ich will, der Steuerzahler. Wir sind in Kassel oder so. Die reden über Geld, da kann ich gar nicht mitreden. Die müssen einfach ein Abo da lassen, damit ich irgendwann nochmal Geld für die. Ui, guck mal, wie schön. Und wir würfeln immer noch. Wir kriegen noch 100. So weit haben wir es schon mal geschafft. Da wollen wir natürlich gar nicht hin. Hallo? Ich weiß auch nicht, wo das Stadion ist. Wir müssen hier auf jeden Fall umsteigen. Erstmal hier in Feindesland. Oh. Das ist immer ganz cool. Ja, ein paar neue Freunde haben sich gesucht. Ich fahre jetzt auf Hochzeit sein. Solche Behinderten. Ich habe noch nie so dumme Menschen gesehen. Ohne Witz. Die hängen auch, sie werden Karatekämpfer. So, jetzt kommt die Idiot. So, die Stärke haben wir uns. Und dann meinst du mal auch. Auf geht's. So, auf zum Stadion. Kleiner Stadionbar. Da über die Brücke und dann irgendwie noch ein Stück zu Fuß. Aber es tut auch gut, weil ich brauche ein bisschen frische Luft. Da unter der Brücke erkennt man schon, wo wir sind. Da in Boden ist es. Jawoll! Schöner Heimsieg, ihr Affen. Wir nähern uns. Was tippt ihr denn, Jungs? Tippt ihr denn? Ich sag's Sebastian Böhne schafft 2-1. Ach nee, Sebastian Böhne spielt ja gar nicht. Ich glaube, dann war's. Warum lachst du denn?
Ich glaube, Cancelo macht heute 2-1. Schön, der Himmel. Aber 2-1 für Mainz, ein Eigentor. Ich glaube heute Mainz gewinnt. Cancelo, 2 Eigentore. Ich glaube, Mainz gewinnt heute 2-1. Da freue ich mich auf euch Bayern können. Wir brauchen das Geld. Ja, warum lachst du? Will ich nehmen. 2-1 nehme ich sofort. Ich sage 2-mal Karim. Ich sage 1-1 Mainz. 1-1 Mainz. Torschütze Benjamin Auer. Nicht mehr auch. Das ist Million. Kann er drei. All drei. Das ist der Benjamin Auer. Ist die Benjamin Auer? Ja, ich schon, aber die Fans von ihm. Das war das Mainz. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wollt. Guck mal, Wikipedia. Getränk schon mal gesichert und da kommen wir rein. Schöner Ausblick. Wie gesagt, wir sind sehr, sehr früh und wir sitzen da drüben, glaube ich, ja ganz schön weit weg. Aber Hauptsache dabei sein. Und da hinter mir ist das Stadion. Geil. So, ihr seht schon meine Schuhe. Heute mal neue, schicke weiße Sneaker. Und der Ausblick, ihr seht schon, hier ist überall Wand. Da sind die Bayern-Fans irgendwo und da ist das Stadion. Also wirklich weiter in der Ecke kann man nicht, also da oben kann man auch weiter in der Ecke sitzen, aber sonst eigentlich nicht. Aber ich glaube, wenn man steht, hat man einen ganz geilen Ausblick. Naja, Hauptsache Platz bekommen. Ganz oben in der Ecke, aber egal. Rein. Rasen sieht sehr, sehr gut aus, Junge. Auch wenn Mainz und wie sich jetzt gerade warm trommeln, in den letzten Duellen zu Hause hier gegen Bayern meistens gar nicht so schlecht aussah. Denn die Bayern natürlich der große Favorit, kann man nicht anders sagen. Aber Pokal weiß man nie so genau, was passiert. Von daher, ich meine, die haben ja alle auf Mainz getippt. Ich weiß nicht, wie ernst das gemeint war, aber möglich ist es Bayern momentan nicht die formstärksten. Mainz zuletzt gegen Bochum zumindest sehr stark, offensiv auch. Ich bin sehr gespannt. Es ist immer noch Ewigkeit bis Anpfiff. Theoretisch können wir fast nochmal nach Kiel und wieder zurück und dann geht es erst los, aber gut. Wir sitzen hier schon mal Plätze warm, die uns gar nicht gehören, damit hier, wenn hier jemand gleich kommt, dann schön warm sitzt. Bayern beginnt gleich mit Cancelo. Neuzugang bin ich sehr gespannt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir den heute sehen. Mainz mit Ajorg und er ist im Sturm. Ja, das ist die Aufstellung. Bayern hat schon den besseren Kader, muss man glaube ich sagen. Aber mal sehen. Mal sehen. Vielleicht mal Stach hier ein Tor. Jetzt geht hier das Licht aus. Ihr hört schon, wo wir sitzen heute. Nein, das sind die guten. Sein, glaube ich. Wenn ich jetzt nicht völlig durcheinander bin, der neue Mann. Und da kommt Zählung direkt von City nach Mainz quasi. So, und dann zieht er wieder ab. Yeah.
sehen, aber geht hin und her offensiv. Also kann man sich eigentlich nicht beschweren. Jetzt vielleicht muss ich alle, also bin ich auch okay. Aber nichts gesagt. Petri besser, Bellingham besser. Ja, rot! Dann zählen wir gleich mal eine Action. Defensiv gefordert, aber. Five.
nach Hause, noch ein Wasser geholt. Was man ja sagen muss, der Transport zum Stadion und vom Stadion weg richtig gut organisiert. Man muss ein Stück laufen, das ist ja sehr außerhalb. Aber dann Shuttlebusse und zwar auch wirklich 4, 5, eigentlich endlos Shuttlebusse, sodass man nicht lange warten muss und dann direkt zum Hauptbahnhof. Also das ist schon gut. Wir haben jetzt nochmal entspannte 8,5, 9 Stunden Rückfahrt vor uns. Das wird sehr chillig. Ich freue mich drauf. So sieht es jetzt aus. Rückfahrt. Ich werde jetzt hier schön schneiden für euch, damit das Video morgen, beziehungsweise wenn ihr es seht, online ist um 13 Uhr. Können wir pendeln. Absolut gemütlicher Position. Was soll man noch sagen? Bayern war viel besser. Hat verdient gewonnen, auch in der Höhe, würde ich sagen. War trotzdem ein guter Trip, anstrengender Trip. Aber das ist ja immer so. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Abo da, es geht sehr wild weiter. Es kommen viele Vlogs in den nächsten Wochen, also lohnt sich, abonnieren lohnt sich, macht die Glocke an, ihr wisst alles Bescheid. Aber, wir werden sehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Peace out.